Moin Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es darum, wie ihr Android M, nicht das 5er, M auf das Nexus 5 installiert. Das ist sozusagen eine Vorschau auf 6.0, sagen wir mal so. Und zwar fangen wir jetzt erst an, das geht nämlich nur per PC. Wir brauchen hier einmal die ADB-Treiber und einmal die Factory Image. Als erstes müssen wir die ADB-Treiber packen, das ist ganz wichtig. So, jetzt haben wir sie hier. Die ADB-Tools, am besten ADB-Treiber, am besten auch gleich mit installieren. So, ja. Jetzt müssen wir kurz warten. In der Zwischenzeit gehen wir hier wieder auf die Developer Preview. Die sollte 500 MB groß sein. Öffnen wir einmal. Das dauert ein bisschen, weil das keine ZIP ist, sondern so eine TCR oder so, wie die heißt. So, da haben wir sie. Und das Ganze einmal auf den Desktop oder auf den Ordner, wo wir es haben wollen, kopieren. Das kann einen kleinen Augenblick dauern. So, jetzt haben wir sie einmal hier. Jetzt können wir das Fenster schließen. Und die Developer Preview haben wir einmal hier. Als nächstes gehen wir auf ADB Tools, kopieren ADB alles in den Hammerhead Ordner, also wo das Nexus 5, also die Factory Image, damit wir auch später alles machen können. So, nächster Schritt, was wir machen müssen, ist einmal das Nexus in den Fastboot Modus bringen, Volumen Up und Down, Push Power, so einfach nur in den Fastboot Modus. So, als nächstes einfach anschließen an das Handy, an den PC. Ja. Und dann wird das ganze Gerät da installiert. Sehen wir mal hier. Das kann einen kleinen Augenblick dauern. ADB-Tools sind da. So, auf C können wir dann gucken. Unter ADB Tools müsste es hier drin sein, das brauchen wir aber nicht, denn wir haben ja die ADB Sachen hier schon, also das ist so ein zweiter Weg, sagen wir mal. So, jetzt warten wir noch mal, bis das einmal erfasst wurde. So, Treiber werden installiert und das ist jetzt soweit fertig. So, in der TGZ haben wir einmal, oder in der Firmware, bla, sonst was, haben wir einmal ein Flash All. Da gehen wir auf Rechtsklick, als Administrator öffnen. Gehen wir als Ja. Okay, das mag er nicht. So, und zwar müssen wir das als Nicht-Administrator öffnen. Dann fängt er auch gleich schon an, die Sachen hier zu laden. Das Handy wird hier schon beschrieben. Und jetzt wird das System zum Handy geschickt. Machen wir das Handy hier weiter im Fastboot-Modus und dann warten wir einmal einen kleinen Augenblick. So, nach dem kleinen Augenblick hier einmal das Fenster hier. Jetzt wurden zum Beispiel hier das der Bootloader geschickt, Baseband, Boot, Recovery, Recovery 2 und einmal das System, das wurde entpackt. So, da haben wir halt die Sachen und am Handy steht jetzt da Downloading, also das empfängt gerade die Dateien, die gerade zum Handy geschickt wird. Am besten lasst das liegen, nicht dass ihr aus Versehen das hier einmal absteckt, weil dann ist das Handy durch. So, jetzt haben wir gesehen, jetzt schreibt das Handy das System auf die Festplatte, auf den internen Speicher. Das kann einen kleinen Augenblick dauern. So. Liegen lassen am besten und dann warten wir mal ab, was passiert. So, jetzt haben wir hier einmal das System geschrieben. Jetzt wird die User-Datei einmal komplett runtergelöscht. Das heißt, wenn wir das neu machen, sind die Bilder weg und alles etc. Deswegen muss man das auch vorher sichern, aber es ist ja eigentlich klar. So, jetzt macht er den Cache und so nach knapp 2 Minuten ist das Nexus fertig. Hierbei können wir jetzt wieder das CMD-Fenster schließen und aufs Handy achten.
was das macht. So, jetzt haben wir hier halt das Android-Männchen, das zeigt halt an, dass es gerade alles gelöscht wird vom Handy aus. Das kann einen kleinen Augenblick dauern, bis das Ganze hier fertig ist. Ich stoppe mal das Video und ja, sehen wir uns gleich wieder, wenn es wieder hochgefahren ist. So, da sind wir nun. Android 5, ja, Android M, ich sag mal 5. Ja, gehen wir mal weiter und machen das mal. So, gebe ich mal hier meine ganzen Sachen ein. Und da haben wir es, Android M. Developer Preview installiert. Ja, gehen wir mal in die Einstellung. Da haben wir es, Version M. So, jetzt zeigt er uns das an. So, das war's erstmal. Das war Android M, wie man es installiert. Und ja, like, kommentiert, abonniert mein Video, meinen Kanal. Wenn es euch gefällt, gebt einen Daumen hoch. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.